Niedersachsen, unser zweitgrößtes Bundesland, reicht von den ostfriesischen Inseln bis zu den Harzer Höhenzügen. Und dazwischen liegen Heidelandschaften und Moore. Moore wie zum Beispiel das Moor Feenland im Naturpark Burtanger, dessen Name Feenland mich an Feen erinnert. Allerdings soll es sich dabei nur um den niederländischen Namen für Moor handeln. Ach, ich könnte so viel vom schönen Niedersachsen erzählen, aber es soll hier ja um seine Sagen gehen. Und für den ersten Teil habe ich euch eine kleine Auswahl zusammengetragen, aber hört selbst. Das Petermännchen von Stade. Wenn man durch die Straßen in Stade geht, fallen einem vielleicht mal Männer in einer alten Amtstracht auf. Sie tragen auf dem Kopf einen schwarzen Dreispitz, über den Schultern einen weiß eingefassten schwarzen Umhang. Sie tragen kurze Kniehosen und schwarze Schuhe mit silbernen Schnallen. Es sind die Brauerknechte und sie haben in Stade das Recht, die Toten zu Grabe zu tragen. Ihr Gildehaus, Knechthausen, wurde 1603 erbaut und liegt in der Bungenstraße. Dort feiern sie auch Fastnacht oder die Aufnahme neuer Knechte. Da tagen sie auf dem Rosenort, der einst mit roten Ziegeln eingepflastert war. Sie trinken seit alters her Eierbier aus Zinnkrügen und der Eldermann liest auf einer Tonne stehend die alten Satzungen vor. Und an der Wand wird das Holzbildnis der heiligen Gertrud verhüllt. Sie mag oder besser, sie soll das tolle Treiben der Männer nicht sehen. In der Woche der Fastnacht aber wird das Petermännchen, es handelt sich dabei um eine aus Holz geschnitzte Figur, mit einem Fichtenkranz geschmückt und zur Luke am Giebel des Hauses hinausgehängt. Aber wie entstand dieser Brauch? Eine alte Sage berichtet uns darüber. Um das Jahr 1600 herrschte in der Stadt Stade ungewohnt reges Leben. Die englischen Tuchhändler hatten ihre Stapel auf dem Kontinent nach Stade verlegt. Dazu waren die Wallonen gekommen. Die Preise für Wohnräume und für Häuser stiegen und stiegen. Und immer mehr Ratten trugen die Pest in die Stadt. Selbst Bürgermeister und Ratsherren wurden von ihr dahingerafft. Und es gab wohl keine einzige Familie, die nicht der schwarze Tod heimsuchte. Und niemand wagte es mehr, die Toten in die Pestkuhle zu schaffen, aus Furcht, sich selbst anzustecken. Da bat die Jungfer Gertrud, eines Braumeisters Tochter, ihren Liebsten, den Brauerknecht Peter Menken. Er solle doch helfen. Und ihr Vater versprach diesem Gesellen die Hand seiner Tochter. Ja, Peter hatte Mut und überredete andere Brauerknechte mit anzupacken. Die Toten wurden begraben und die Seuche wich. Peter Menken erhielt seine Gertrud zur Frau und die Brauerknechte für immer das Recht, die Toten der Stadt Stade zu Grabe zu tragen. Der Hackelnberg und die Tutosel. Im Braunschweiger Lande saß ein gewaltiger Nimrod, der auch in der Tat Oberforst und Jägermeister war. Herr Hans von Hackelnberg, dem war Jagen seines Lebens einzigste Lust. Da übernachtete er einmal so recht mitten in seinem Jagdparadies in den Wäldern auf der alten Harzburg, hatte aber einen bedenklichen Traum. Es träumte ihm, ein ungeheurer Eber nehme ihn und kehre gegen ihn seine furchtbaren Hauer und verwunde ihn. Diesen Traum konnte der Hackelberg gar nicht vergessen. Nicht lange danach spieß im Vorharz er wirklich einen Eber auf, wenn auch nicht so schrecklich, wie er geträumt. Aber erfüllte sich nicht der Traum, denn Hackelnberg fällte den Eber geschickt mit einem Stoß. Und nun lachte Herr Hans von Hackelnberg über seinen dummen Traum, gab dem toten Eber einen tüchtigen Fußtritt gegen den Rachen und sagte, »Du kannst mir doch nichts antun.« Aber wie er getreten hatte, fühlte er plötzlich einen schneidenden Schmerz am Fuße. Und siehe, durch des Trittes Heftigkeit hatte der scharfe Hauer des erlegten Ebers den Stiefel, das Leder durchschnitten und den Fuß verwundet. Hackelnberg achtete aber der Wunde nicht und jagte weiter. Dadurch machte er es aber immer schlimmer. Der Fuß schwoll an und als Hackelnberg wieder auf der Burg ankam, musste man ihm den Stiefel vom Bein schneiden.
Der Verwundete konnte nun auch nicht mehr reiten, sondern musste nach Wolfenbüttel fahren, und das ging damals nicht wie heute, sondern nur mit harten Rippenstößen, langsam und beschwerlich. Der Kranke erreichte Wolfenbüttel nimmermehr. Nahe bei Hornburg, nächst dem Dorfe Wülperode, stand ein Spital. Dahin wurde der Ritter gebracht, beklagte gar sehr, dass er nicht mehr jagen könne, und wünschte letztlich nichts weiter, als ewig auf Erden jagen zu können. Da möge der liebe Herrgott im Gottesnamen seinen Himmel für sich behalten. Und dann starb er an seiner Wunde und ward in Wülperode begraben, wo sein Denkmal steht und sein Hahnhirsch hing. Des Hackelbergers letzter Wunsch aber ist ihm erfüllt worden. Er darf nicht nur, nein, er muss hetzen und jagen bis zum jüngsten Gericht. Er ist der wilde Jäger des Harzwaldes und zieht mit tollem Spuk zur Nachtzeit oft gar schrecklich umher. Da begleitet oder fliegt an ihm voran ein Nachtgespenst in Gestalt einer riesengroßen Ohreule. Das ist die Tutosel, also genannt von dem entsetzlich tutenden Geschreie, welches sie ausstößt. Diese Eule war vor Zeiten auch mal ein Mensch, eine Nonne in einem thüringerischen Kloster, und sie hieß Ursel. Diese hatte eine Stimme, wenn sie sang, dass es rein zum Davonlaufen war, wenn die armen Nonnen das nur gekonnt und gedurft hätten. Sie wurde, weil ihre Stimme, die einer Trompetengans ähnlicher klang als der eines Mädchens, nur die Tutursel genannt. Endlich starb sie, und alle Schwestern waren froh, dass sie sie nie wieder hören mussten, denn sie war auch sonst kein Engel. Aber o Schreck, gleich nach ihrem Tode tutete sie durch ein Loch im Kirchturme, und sie tutete in dem Chorgesang hinein und in die Messen. Ach Gott, die Tutursel, schrie eine junge Nonne, unbedacht des Gelübdes, des Schweigens, und da schrie der ganze Konvent und stürzte aus der Kirche. Und alle wollten lieber sterben, als wieder hineingehen. Da hatte man weither aus Österreich einen Kapuziner-Teufelsbanner geholt, der hat die Tutursel in Gestalt einer Ohreule auf die alte Dummburg zwischen Halberstadt und Quedlinburg, wo Bode und Selke zusammenrinnen, gebannt. Dort ist nun just auch des Hackelnberg liebstes Jagdrevier und Hauptsitz, und ist ohnehin viel greulicher Spuk immer dort erschienen. Und da hat sich die Tutursel dem jagenden Ritter zugesellt. Da jagt er zu Ross über und durch dick und dünn und patscht durch die Sümpfe. Und die Ursel schnalzt das Patschen nach, und er schreit und sie schreit, und Gott Gnade denen, die selbigem Paare unterwegs begegnen. Wenn einer sie merkt, muss er sich nur auf den Bauch legen und stillschweigen und den Lärm über sich vorüberbrausen lassen. Bis in die Marken hinein zieht der Jäger, ja, zu Drömling in der Altmark. Rühmen sie sich, der Hackelberg sei bei ihnen zu Hause, und drohen, dass dich der Jäger hole. Der Schäferstein. An einem Heidehügel zwischen den Dörfern Lübbo und Teplingen, in der Richtung auf Teplingen nach Westen zu, fällt ein kolossaler Granitblock schon auf weite Entfernung ins Auge, der Schäferstein genannt wird. Der Stein erhebt sich über dem Boden etwas über einen Meter und hat, obgleich augenscheinlich, bedeutende Stücke davon abgesprengt, noch einen Umfang von fast 17 Metern. Es ist ein grobkörniger Granit, in dessen vielfachen Vertiefungen sich im Laufe der Zeit eine üppige Vegetation von Moospflanzen gebildet hat. Von diesem Schäferstein erzählt die Sage Folgendes. In der Zeit, da das Christentum im Wendenlande noch nicht allgemein Wurzeln gefasst hatte, lebte unter den Wenden ein Schäfer, der hier auf den Heidehügeln seine Herde weidete. Dieser gewann ein Sachsenmädchen, das von der Heuersburg kam, lieb und erweckte bald bei ihr auch Gegenliebe. Doch das blonde Sachsenmädchen war eine Christin, der Schäfer aber ein Heide. Nun lebte in einem Eichenwalde am rechten Jezelufer ein alter Einsiedler, der nur Gott lebte und auf die Ausbreitung seines Glaubens hinwirkte. Auch Marie war gekommen, um sich Rat bei ihm zu holen. Er solle ihr den Geliebten zur Lehre des Erlösers führen. Es glückte dem Klausner auch, das Herz des Wenden zu besiegen und ihn am großen Stein auf der Heide zu taufen und der christlichen Lehre zu weihen.
Doch der Christengott verhängte eine harte Prüfung über den Schäfer. Ein Stück seiner Herde nach der anderen erkrankte und fiel. Der Schäfer sah in dem Unglück nur die strafende Hand seiner alten Gottheiten, die seinen Abfall rächen wollten. Die Folge war, dass er wieder zu seinem alten Glauben zurückkehrte. Und da zog sich das Mädchen von ihm zurück. Und infolgedessen verwandelte sich die Verehrung des Schäfers für den Einsiedler in Hass, da er diesen nun als Urheber seines Unglücks ansah, und er erschlug ihn eines Abends. Angsterfüllt eilte er von dannen, doch unterwegs ereilt ihn ein Gewitter, als der Mörder gerade oben bei dem großen Steine angekommen. Fuhr der Blitz in die Erde, der Stein hob sich und der Schäfer fiel in den Abgrund, über den sich dann der Stein wieder senkte. Ein Einwohner aus Lübbo hatte den Schäfer nach dem Steine laufen und ihn dort versinken sehen und dann das Vorkommnis den Leuten erzählt. Von diesem Ereignisse erhielt dieser Stein den Namen Schäferstein. Der dankbare Zwerg. Auch bei Kesdorf wohnten ehemals Zwerge. Zu einer Zeit bemerkte ein Bauer, dass ihm von seinem Felde öfter die Erbsen gestohlen wurden. Er konnte den Dieb lange nicht entdecken, bis er eines Tages in der Furche am Felde entlang eine ganze Reihe kleiner Männlein bemerkte, die alle eifrig bemüht waren, Erbsen abzupflücken. Da schlug der Bauer mit seinem Stock auf die Zwerge ein und im Nu waren sie verschwunden. Nur einer, dem er den Hut vom Kopfe geschlagen und weggenommen hatte, konnte nicht fort. Das kleine Männlein bat ihn flehentlich, er möchte doch barmherzig sein und ihm den Hut zurückgeben. Er wolle ihm auch am anderen Tage ein ganzes Fuder Geld dafür geben. Da gab ihm der Bauer das Hütchen zurück und der Zwerg verschwand. Andern Tags fuhr der Bauer mit dem Wagen hinaus. Als er aber an seinen Erbsenacker ankam, lag dort kein Geld, sondern ein großer Haufen gelben Sandes. Da wurde der Bauer ärgerlich und rief, »So hat der Wicht mich doch betrogen, dieser Taugenichts!« Doch wollte er nichts für umsonst hinausgefahren sein und beschloss, von dem Sande wenigstens etwas zum Streuen mitzunehmen. Er lud also einige Schaufeln voll auf und fuhr verdrießlich nach Hause. Als er hier ankam, war der Sand aber zu lauter Gold geworden. Schnell fuhr er wieder zurück, um noch mehr zu holen. Aber nun war der Haufen verschwunden. Die goldene Wiege im Weinberge bei Hitzacker. Im Weinberge bei Hitzacker geht ein altes Gerücht, dass darin eine goldene Wiege, so noch von den unterirdischen Zwergen zurückgelassen, sich befinde und alle Johannisnacht zwischen 12 und 1 Uhr in der Nacht am Berge soll sie zu sehen sein. Aber sobald ein Mensch nur das geringste Wort dabei spricht, wenn er sie holt, versinkt sie alsbald wieder und ein großer schwarzer Hund sitzt dann darauf mit hellfunkelnden, feurigen Augen. Einstmals hatten sich zwei Kameraden besprochen, diese Wiege ganz in der Stille und ohne ein Laut vorzuholen. Sie sind aber durch das Blendwerk des Teufels, da solcher ein Galgen über ihn aufrichtete und sie sich daran hängen sahen, verhindert worden, denn da hat sie die Angst gepackt und sie haben um Hilfe gerufen und die Wiege ist sofort wieder versunken. Der Trüllergorn oder Trollkamp. Ein großer Unhold in Suderburg, ein Zauberer oder Troll, ist in dem Trüllergorn elendiglich zu Tode gekommen. Darüber erzählt Müller Süderburg folgende Sage. Einst kam ein fahrender Sänger aus Welschland, seines Weges gezogen, schwarzhaarig und schwarzäugig. Er kehrte im Stoltenhofe zu Suderburg ein, müde, hungrig und durstig. Des Stoltenhofs einzige Tochter, eine liebliche Heiderose, blond, lockig und blauäugig, bediente den fremden Gast. Mit Sturmesgewalt ergreift diesen aber die Liebe. Bald gesteht er dem Heidekind sein entflammtes Herz, seine heißen Wünsche und flehte es an, mit ihm als sein Weib in seine ferne, sonnige Heimat zu ziehen. Aber er findet keine Gegenliebe. Sein Werben wird dringender, aber es ist alles umsonst. Schließlich bittet er sie nur noch um einen Gefallen, ihm zur Erinnerung einige Haare ihrer blonden Locken mitzugeben. Sie weiß nicht, was sie tun soll, und so fragt sie ihre erfahrene Mutter um Rat.
Diese rät ihr mit klugem Sinn, keine Locke ihres eigenen Haares dem fremden Mann zu opfern. Um ihn aber endlich loszuwerden, zieht die Mutter aus einem großen, im Keller befindlichen Haarsieb, wie sie damals überall im Gebrauch waren, einige Haare, und diese überreicht sie der Tochter. Und die Tochter gab sie dem Welschen. Am anderen Morgen zieht er seine Straße weiter, und nun sollte sich bald zeigen, wie klug die Mutter gehandelt hatte. Denn der schwarze Geselle war zugleich ein großer Zauberer. Als er ungefähr eine Stunde von Suderburg entfernt ist, nimmt er seine Fiedel und spannt über sie statt der Saiten der stolzen Tochter vermeintliche Haare. Er hatte aber die Macht, dass diejenige Person, auf deren Haare er geigte, zu ihm kommen und ihm folgen musste. Und als er nun sehnsüchtig und im Voraus freudig bewegt, der erwarteten Maid verlangend entgegensieht, da kommt plötzlich statt der ersehnten Maid das große Haarsieb angerollt, rollt an ihm empor, dass er vor Bestürzung und Schreck das Gleichgewicht verliert und so unglücklich hinstürzt, dass er sich das Genick bricht. Das Feld aber, auf welchem dieser Troll sein wohlverdientes Ende fand, heißt heute noch der Trollkamp oder Tröllagorn. Eine Schürze voll goldener Äpfel. Als ein Mädchen in Barnetze eines Tages seiner Arbeit nachging, stand plötzlich ein Unterirdischer neben ihm und fragte, ob es an einem bestimmten Tage zur bestimmten Stunde bei den unterirdischen Taufpaten stehen würde. Das Mädchen ging zum Pastor und fragte ihn, ob es wohl den Wunsch dieses kleinen Volkes erfüllen solle. Der Pastor aber meinte, es möge vorher zum Abendmahl kommen und dann getrost hingehen. Zur festgesetzten Zeit ging also das Mädchen wieder an diesen Platz. Da kamen auch die Unterirdischen und führten es unter einen alten Apfelbaum. Dort stiegen sie eine Treppe hinab und befanden sich in einem Garten, so schön, wie das Mädchen noch nie einen gesehen hatte. Darin blühten die Blumen und an den Bäumen hingen die herrlichsten Früchte. Die Männlein hießen es von allem so viel nehmen, wie es nur wollte. Dann wurde sie ins Haus geführt und darin gleiste alles von Gold und Silber. Und hier hatten sich die Unterirdischen eingefunden und es musste mitten unter ihnen ein Zwergenkindlein über das Taufbecken halten. Danach wurde nach Herzenslust geschmaust und wer Lust hatte, konnte zu den niedlichen Weisen im Freien tanzen. Als es aber dem Mädchen lange genug erschien und es nach Hause wollte, baten die Unterirdischen, es möge doch noch bleiben. Und so verweilte es 3 volle Tage bei ihnen, war lustig und guter Dinge. Zum Abschied brachten die Kleinen ihr so viele schöne Äpfel, als es kaum in der Schürze fortschaffen konnte. Damit kam es dann in der Oberwelt an und bemerkte erst jetzt, dass die Früchte aus purem Gold war. Und wie es sich noch einmal nach dem Eingange umblickte, war dieser nicht mehr da. Das Mädchen hat ihn auch später nie mehr wiedergefunden. Und die Geschenke der Unterirdischen machten es aber reich für sein ganzes Leben. Die Lüneburger Salzsau. Auf dem Rathaus in Lüneburg werden in einem mit Glasscheiben versehenen Kasten Bein- und Schulterknochen eines Schweines aufbewahrt. Die wandernden Handwerker, die nach Lüneburg kamen, versäumten niemals, diesen Schinken der Salzsau sich zeigen zu lassen, denn er ist das Wahrzeichen der Stadt. Und wer davon nicht zu berichten weiß, dem glaubt keiner, dass er in Lüneburg gewesen sei. Man erzählt davon folgende Sage. Vor mehr als 800 Jahren war um Lüneburg noch viel Wald und Morast. Da geschah es, dass Jäger einer Wildsau nachgingen, die wälzte sich so recht nach Herzenslust im Schlamm und legte sich dann auf eine trockene Stelle und schlief ein. Wie nun die Sonne warm auf diese Sau schien, da bildete sich an den schwarzbraunen Borsten eine schöne weiße Kruste. Das fanden die Jäger wunderbar und sie töteten die Sau. Und dann fanden sie, dass es gutes, reines Salz war, welches sich an den Borsten der Sau kristallisiert hatte. Und dadurch wurde veranlasst, dem Wasser nachzugraben. Und sie fanden in der Tiefe die Stelle, wo aus Fels und rotem Ton die Salzquellen hervorsprudelten, die den Ruhm und den Reichtum der Stadt begründeten. So wurde das ergiebige und berühmte Salzberg zu Lüneburg entdeckt
Und es wurde auch von selbiger Sau ein Schinken nicht etwa gegessen, sondern zum ewigen Angedenken im Rathaus zu Lüneburg aufbewahrt in einem gläsernen Kasten. Der Lindwurm bei Kirchweihe. Vor langen Jahren hauste in der Gegend von Kirchweihe ein gräulicher Drache, der den Leuten viel Schaden zufügte. Mancher Held büßte im Kampfe mit ihm sein Leben ein. Einst wollte ein Ritter namens Weihe den Versuch wagen, dieses Untier zu töten. Er rüstete sich zu dem gefährlichen Unternehmen durch ein frommes Gebet und gelobte, zu Ehren Gottes dort eine Kirche zu bauen, wenn es ihm gelingen würde, diesen Wurm zu besiegen. Er fand ihn dann am Allerbruche, der dort war, wo heute der Bahnhof Westerweihe ist. Als der Lindwurm den Ritter sah, öffnete er seinen feuerspeienden Rachen und peitschte mit seinem stachelbewehrten Schwanz den Schlamm, das er hoch aufspritzte. Furchtlos aber sprengte der Ritter ihm entgegen, und nach kurzem Kampfe konnte er ihm den Speer durch die Weichen jagen und mit seinem guten Schwert den Kopf spalten. Der Ritter sagte dem lieben Gott Lob und Dank und ging unverzüglich daran, sein Gelübde zu erfüllen. Da aber der Allerbruch für den Bau einer Kirche ungeeignet war, wählte er einen günstigeren Platz. Das Gotteshaus erhielt den Namen Kirchweihe. Zu Ehre Gottes ließ der Ritter von kunstgeübter Hand ein schönes Altarbild schnitzen, das ihn im Kampfe mit diesem Drachen zeigte und das die Andächtigen jahrhundertelang der Erlösung von einer furchtbaren Plage erinnerte. Das Altarbild existiert heute leider nicht mehr. Die Elben. In den Gewässern um die Nordseeküsten, um Friesland und zwischen der Elbmündung und Helgoland erblickt man häufig schwimmende Eierschalen. In diesen fahren die Elben herum. Das sind kleine, zarte Elementargeister, teils guter, teils schlimmer Art. Sie wohnen im Wasser und kommen oft in Wasserbläschen über fischleeren Weihern auf die Oberfläche, hausen aber auch in kleinen Hügeln. In Brabant heißen diese Hügel Alvinenhügel. Da hat das alte Wort Alf, Elf, Elbe sich nur in Alfin oder Alvinne umgewandelt. So klein der Elben erscheinen ist, so groß ist aber ihre Macht. Dies deutet nichts besser an als der große, gewaltige Strom, an dessen Ausgang in das Meer sie wohnen und der ihren Namen trägt, die Elbe. Und in Westflandern sagen die Leute, wenn der Wind recht pfeift und heult, Alvinna weint, und denken sich unter der Alvinna eine mythische Persönlichkeit. Es ist aber eben nur die personifizierte Naturstimme, als elbisch-dämonische Macht im dunklen Volksbewusstsein lebendig. Großmütterchen immergrün. Es war einmal eine kranke Mutter, die hatte Herzweh nach Erdbeeren und schickte deshalb ihre beiden Kinder ins Holz, dass sie ihr welche suchten. Als das Körbchen voll war, keines hatte eins gegessen, denn so lieb hatten sie ihre Mutter, da kam ein altes Mütterchen daher. Dieses war ganz grün angezogen und sprach zu ihnen, »Ich bin so hungrig und ich kann mich doch nicht mehr bücken, weil ich so alt bin. Schenkt mir ein paar Erdbeeren.« Und die Kinder erbarmten sich der alten Frau und schütteten ihr das ganze Körbchen in den Schoß. Als sie hierauf forteilten, um andere Erdbeeren zu pflücken, rief das Mütterchen sie zurück, nahm sie bei der Hand und sagte, »Nehmet die Erdbeeren nur wieder hin. Und weil ihr ein so gutes Herz habt, schenke ich dir eine weiße und dir eine blaue Blume. Nehmt sie aber wohl in Acht und bringt ihnen jeden Morgen frisches Wasser und zankt euch niemals.« Sie dankten und eilten nach Hause. Als die Mutter die erste Erdbeere an die Lippen brachte, war sie gesund. Und das hatte Großmütterchen immergrün getan. Und als die Kinder die Geschichte erzählten, so dankte sie der holden Frau und freute sich der Kinder. Und so oft diese Blumen ansahen, die immer frisch und lieblich waren, gedachten sie an das Wort, zankt euch niemals. Aber eines Abends jedoch entzweiten sie sich und gingen friedlos ins Bette. Und als sie am Morgen die Blumen tränken wollten, oh siehe, da waren diese Kohlraben schwarz. Da erschraken sie, nahmen sie traurig in die Hand und weinten viele, viele Tränen auf die Blumen. Und siehe, da wurden sie wieder weiß und blau. Seit diesem Tage haben sie immer den Frieden miteinander gehalten
und die Mutter hat sie gesegnet im Leben und im Tod. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich mal wieder. Hab Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.